Ich bin Emihan und ich bin 11 Jahre alt. Spielen, ich mag gerne reiten, weil das Spaß macht und weil ich dann ganz lockere Beine kriege und weil es Spaß macht. Emihan ist eines von vielen Kindern mit Behinderung, das auf dem Kastanienhof des VZF Taunus einmal in der Woche die Hippotherapie besucht. Eine Einzeltherapie hoch zu Ross. Also Hippotherapie ist die Physiotherapie auf dem Pferd nach neurophysiologischer Grundlage. Wir nutzen die Bewegung des Pferdes, die natürliche Bewegung des Pferdes, die wird über dreidimensionale Schwingungen auf den Reiter übertragen. Und dadurch werden praktisch die ganz natürliche, die Halte-, Gleichgewichts- und Stützreaktionen angesprochen. Geeignet ist die Therapie natürlich auch für Erwachsene. Die Bandbreite der Patienten, die zum Reiten kommen, ist groß. Oh, wir haben ein ganz breit gefächertes Spektrum. Bei den Kindern haben wir hauptsächlich Zerebralparesen, das heißt, das sind Kinder entweder nach Frühgeburt mit Hirnblutungen, mit Schlaganfällen, mit Halbseitenlähmungen, mit Spastik oder ohne Spastik. Wir haben Kinder mit Muskelerkrankungen, wir haben Patienten mit MS, wir haben Querschnittspatienten. Diese können mit Hilfe eines Lifters bequem auf das Pferd gesetzt werden. Die Hippotherapeutin Christine Hömer erklärt uns, warum die Hippotherapie so erfolgreich ist. Das ist eine ganz tolle Ergänzung. Ich arbeite selber noch in der Frühförderstelle und ich merke das tagtäglich. Ich muss ganz viel Input in die Kinder geben. Ich muss die ständig dazu bringen, irgendeine Bewegung zu machen, die ich denke, dass es sinnvoll ist, dass für die Bewegungsentwicklung oder für das Muskeltraining, für zur Entspannung, für Kontrakturprophylaxe. Ich power praktisch ständig in die Kinder rein und die sehen nicht unbedingt immer den Sinn da drin. Hier auf dem Pferd, da kommen die mit ganz viel Motivation an. Die sind alle glücklich, lachen und fühlen sich wohl. Und das Pferd gibt den Impuls und die Kinder müssen reagieren oder die Patienten müssen reagieren. Trainiert werden so Gleichgewicht, Körperkoordination, Tonusregulierung und die Wahrnehmung. Doch wer verordnet die Therapie? Also ich als Physiotherapeut mit Hippotherapieausbildung darf nur auf Anordnung vom Arzt arbeiten. Das heißt, wir brauchen eine Verordnung vom Arzt. Trotzdem haben wir leider die Situation, dass die Krankenkasse nichts dazu bezahlt. Die Patienten müssen das selber bezahlen, beziehungsweise wir haben Stiftungen, die ab und zu was dazugeben. Also der VZF ist einfach auf Spenden angewiesen, damit er die teure Therapie einfach tragen kann und nicht alles auf die Patienten umwälzen muss. Neben dem Spaß, der das Reiten den Patienten bringt, die oft einen harten Therapiealltag haben, merken auch schon die Kleinen, warum sie zur Therapie kommen und was es ihnen bringt. Dann kriegt man auch manchmal die Orthesen weg und man kann ohne Orthesen laufen. Die Beine ein bisschen bewegenshafter zu sein. Die Muskeln, die stärker sind. Wegen meiner Hüfte, die hat das Reiten, weil ich eine Hüftdysplasie hatte, hat die andere Hüfte ausgeprägt. Und so kommen sie alle wieder und das teilweise schon seit vielen, vielen Jahren. Und was ist das Schönste am Reiten? Traben und Spiele. Traben. Und halt so streicheln. Wenn ich von der Frau immer den noch ein bisschen streicheln darf. Denn wer es einmal ausprobiert hat, weiß, das Glück dieser Erde liegt eben doch auf dem Rücken der Pferde.